Willkommen zurück zu einem neuen AllB C# Tutorial. Heute zeige ich euch die EOP-Integration in euren AllB Server. EOP ist das Emergency Uniforms Package. Das heißt, dort sind verschiedene LSPD, Medic Skins drin und so weiter. Halt Service Skins, die ihr in-game benutzen könnt. Das ist ein Replace Package, also es ersetzt vorhandene Kleidungsstücke in eurem Server, fügt keine neuen hinzu. Und dann kommt sowas bei rum. Dann habt ihr solche Skins oder solche Outfits, die ihr benutzen könnt. Und ich gebe euch dafür ein All-in-One-Package und zeige euch auch, wie ihr dies installieren könnt. In diesem Package befinden sich einmal das Law and Order Package für PD, FBI und so weiter. Und das Rescue and Serve für Public Services, für Rescue, Fireworker und so weiter. Dazu habe ich einen Befehl vorbereitet, der heißt Test EOP Outfit. Und eine Datenbanktabelle EOP Outfit, die wir uns auch einmal kurz anschauen, wo über 800 verschiedene Outfits drin sind. Die Datenbanktabelle ist hier. Hier sind, wenn wir einmal in die AllB-Daten mal reingehen und dann uns die EOP-Outfits anschauen, 890 Outfits, die ihr alle in-game benutzen könnt. Die könnt ihr dann zum Beispiel in euer Kleidungssystem einbauen, in eure Shops, Charaktererstellung und so weiter. Und hier können wir uns einfach was mal rauspicken, passend zu eurem Geschlecht, Male oder Female. Ich nehme jetzt hier mal Male LSPD Motor Unit Class A. Ihr kopiert euch den Namen. Gebt dann ingame den Befehl Test EOP Outfit ein. Und zack, ist der Skin da. Also Test EOP Outfit, den Namen vom Outfit. Und dann habt ihr ingame das Outfit gesetzt bekommen. Auch serverseitig, damit es im Sync ist. Und das könnt ihr, wie gesagt, in eure Systeme einbauen. So, ich werde mit euch jetzt zusammen einmal auf dem Desktop schauen, wie wir das Ganze installieren können. Und wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr zum Thema AllB verpassen wollt, lasst jetzt schon mal gerne ein Like und ein Abo da. So, auf dem Desktop angekommen, sind wir jetzt gerade bei mir im Discord. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr dieses Paket herunterladen könnt. Wenn ihr bei mir im Discord seid, natürlich stehen alle Links unten in der Videobeschreibung, könnt ihr hier in den Channel Downloads navigieren. Und dann ein bisschen weiter runter kommt ihr irgendwann zum AllB Downloads und hier findet ihr ganz unten die AllB EOP Downloads, drei Links. Der obere Link ist der Link für die DLC Files. Könnt ihr dann einmal herunterladen, knapp 1 GB. Dann kommt der Test EOP Outfit Befehl in C# und zu guter Letzt das SQL Script für die ganzen Outfits, die über 800 Outfits. So, ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr bei Google LSPDFR EOP eingibt, kommt ihr direkt zu diesem Emergency Uniforms Pack. Da ist das Law and Order Pack. Und hier unten findet ihr auch noch das Rescue and Serve Pack. Ihr könnt beide herunterladen. Über Download this File ladet ihr euch Open die OEV-Datei runter. Die könnt ihr mit 7-Zip öffnen. Und dann könnt ihr die Dateien, die dort sind, extrahieren und mit OpenEV in einem DLC RPF Package zusammenfassen. Wenn ihr dazu ein besonderes Video oder ein gesondertes Video sehen wollt, lasst mich gerne wissen. Wir machen es heute auf die einfache Art und Weise. Wir holen uns erstmal diesen Test EOP Outfit Befehl. Wir kopieren den einfach einmal komplett hier raus. Den könnt ihr natürlich nach Belieben verändern. Der wird jetzt einfach mal schnell hier hingeklatscht. Öffnet euren serverseitigen C# Code und packt den einfach zu euren Befehlen dazu. Strg C, Strg V. Dann werden hier einfach ein paar Sachen gesetzt und ihr könnt dann hier rechts über euren Projekt machen, Explorer, euer Projekt wieder neu erstellen und sind damit fertig. Als nächstes nehmen wir uns einmal die Outfits. Dort gehen wir hier bei Pastebin oben auf Raw, dann Steuerung A, Steuerung C, öffnen einmal XAMPP, klicken bei XAMPP Start bei Apache MySQL und bei MySQL auf Admin, damit sich PHP mal Admin öffnet. Gehen zu unserer AllB Datenbank. Ich habe jetzt hier schon eine Tabelle, die lösche ich einmal raus. Gehen hier oben auf SQL, Steuerung V, OK. Dann gehen wir zurück und wir sehen, es wurde die EOP Outfits Tabelle angelegt mit 890 Outfits, die ihr alle in-game ausprobieren könnt. Und hier seht ihr dann auch die ganzen Outfits vom Namen her unterteilt in Male, Female und JSON 1 sind dann die Kleidungsteile und JSON 2 die Farbe, Stil und so weiter, kategorisiert in Kategorie 1 und 2. Zum Beispiel Kategorie 1 LSPD Patrol Division. Da gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Sachen. LSPP, Special Operations und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt euch einfach den Namen rauskopieren und dann bei euch einfach in eure Systeme einbauen.
So, zu guter Letzt und das Wichtigste brauchen wir noch die Stream-Dateien. Dazu öffnen wir einmal den Server-Ordner und navigieren in den Ordner Resources. Und wir nehmen uns die heruntergeladene ZIP-Datei runter vom ersten Download-Link aus dem Discord. Sieht so aus, EOP-ALT-V, und öffnen die mal mit WinRAR oder einem anderen Extrahierungstool. Und kopieren einfach beide Dateien, die sich hier befinden, in den Resources-Ordner. Es dauert einen kleinen Moment, die sind beide relativ groß, die Dateien, weil viele Skins sind. Hier möchte ich nochmal anmerken, dass es werden vorhandene Kleidungsstücke replaced, also Backup eurer anderen Sachen, die ihr vorher schon verändert habt, bitte. Es werden keine neuen hinzugefügt. So, das sind dann ganz normale RPF-Dateien. Alt-V erkennt die automatisch, das heißt, wir brauchen hier keine Stream-Config oder so, sondern es reicht, wenn wir den Ordner anlegen und die DLC-RPF hier reinziehen. Das heißt, wenn ihr mal die Dateien updatet oder ein Update von mir ladet, könnt ihr die einfach hier ersetzen. Dann gehen wir zurück zur Server-Tommel, öffnen die mit einem beliebigen Editor und fügen dann hier bei Resource unten weitere Elemente hinzu. Zwei Stück. Die nennen wir dann Clothing EOP und Clothing EOP2. Speichern das mit STRG S, beenden das. Starten den Server und schauen mal an, ob die Ressourcen korrekt geladen werden. So, jetzt wird die erste Ressource geladen. Das dauert beim Serverstart natürlich etwas. Die Datei ist 1 GB groß. Und wenn beide Dateien korrekt geladen wurden, könnt ihr auf den Server joinen und die Skins ausprobieren oder was auch immer damit machen. Ihr seht, beide Ressourcen werden korrekt geladen und damit wären wir am Ende vom Tutorial angekommen. Das ist relativ simpel. Alles baut auf den EOP-Standard auf und ihr habt noch eine kleine Outfit-Liste über eure Datenbanktabelle. Ich hoffe, ich konnte euch soweit weiterhelfen. Wenn ihr Probleme habt oder Fragen, könnt ihr euch gerne bei mir im Discord melden oder unten in der Kommentarsektion. Und ansonsten bis zum nächsten Old-V-Tutorial. Ciao, ciao.